Leute, frisch mich auf hier! Rückwärts fahren kann das Ding nicht, oder was? Ja, liebe Leute, da sind wir wieder bei Batman Arkham Knight. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Und, wie ich euch versprochen hatte, geht's jetzt mit der Hauptstory weiter. Den Wegpunkt habe ich mir schon gesetzt und die Fahrt von Riddler hierher im Endeffekt auch schon getätigt. Ich soll ja hier jetzt zum Uhrenturm. Dort sind wir. Und hier geht's unter. Ach so, Leertaste. Oh ja. Was er nicht alles weiß. Oh. Hier drin sieht's ja gemütlich aus, ne? Ein Sofa. X-Detektiv-Modus umschalten. Das leuchtet ganz geringfügig, Leute. Ich glaube, das benutze ich mal. Identität bestätigt. Ui. Alter. Was ist denn hier? Computer benutzen. Das Ding möchte ich auch zu Hause haben. Darauf lässt sich bestimmt gut zocken. Zocken, 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 zocken. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich hab mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. So, kann mich mal einer aufklären, warum sie im Rollstuhl sitzt? Ich meine, ich habe Arkham Origins jetzt gespielt. Ich habe wahrscheinlich Arkham City verpasst. Da ist bestimmt irgendwas passiert. Lasst mir mal bitte in den Comments, wenn ihr wisst, was genau da los war. Aber ich bin der Meinung, bei Arkham Origins, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, da konnte sie noch gehen. Naja. Ich will mit dem Fahrstuhl fahren. Ich möchte hier nicht wieder so wie so eine Fledermaus raus. Kann ich irgendwas drücken? Ich will was drücken. Ich will was drücken! Ach, ich gehe ja schon. So. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Wir sollten leicht in diese... Halt... in diese Richtung. Batman arbeitet nie und nimmer mit Scarecrow zusammen. Wo hast du das her? Springen wir mal. Aber wie überall die Bat-Dinger leuchten. Aber das ist denn nicht immer von der Polizei. Es gab Gerüchte nach Arkham City. Es heißt, du wärst anders, hättest ihn getötet. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass es Grenzen gibt, die selbst Batman nicht überschreiten. Was ist denn jetzt los? Ach, auf dieses scheiß Dingen komme ich ja wieder nicht rauf. Na los. So, da sind wir doch. Was möchte er jetzt hier?
Na komm. Fernzugriffsgerät anbringen. Alles in Form einer Fledermaus natürlich. Du kannst da was drauf lesen? Ach nee. Er macht's einfach mal weg. Der Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Der Batwing. Hallo. Der Batwing. Da muss ich jetzt hin. Kann er nicht direkt hierher kommen? Ja, gut, ich bin auch so schnell zu Fuß. Nicht wahr? Ah, da gibt es spezielle Landepositions, wo ich meinen Batwing oder von meinem Batwing empfangen werden kann. Na, zeig mal, Batmobil. Ich dachte jetzt, ich krieg das Fliegeding. Oder ist der Batwing? Ist er, ach, da! Da ist er. Aber steuern kann ich nicht. Was haben wir denn vor? Winde. Zieht Hindernisse herunter und bewegt schwere Blockaden, liefert leistungsstarke Wechselstrom-Energieversorgung. Ja Mensch, das Ding ist ja wieder ausgestattet hier. Komm mir vor wie bei MacGyver. Wie wollen Sie den Wagen auf das Dach kriegen? Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Er ist ein Unikat, ja. Den werden wir auch so behandeln. Kann mir jetzt mal bitte... Oh, was? Na toll. Deine Verbündeten werden dir heute. Jetzt muss ich da wieder hinfahren. Ich werde euer aller. Okay, soweit war es ja zum Glück nicht. Und ich mit meiner. Da soll ich rüber. Und dann probieren wir das mal. Ich hab's geschafft! Jetzt komme ich da irgendwie rüber oder was? Daneben. Leute, das ist wirklich, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel auch. Das ist nicht so einfach. Jetzt muss ich hier wieder rüberspringen. Hat einmal nicht gereicht. Das Ding glitscht mir hier so rum, als wenn hier überall Matsch liegt. Und rüber. Jetzt fliege ich da runter. Eben habe ich es geschafft. Okay, vielleicht stelle ich mich auch einfach ein bisschen zu zimperlich an. Mache ich das einfach mal so, als ob es nicht weiter besonders wäre, hier mal eben schnell über sowas rüber zu springen. Okay, lol. Puh. Soll ich jetzt noch was machen mit dem Ding?
Nee, das war's. Mehr geht nicht. Okay. Ich bringe mich noch mal kurz in Position. Leute, frisch mich auf hier! Rückwärts fahren kann das Ding nicht, oder was? Alter Schwede, ey. So, das Ding braucht dich gar nicht, oder was? Lol. Ich musste da einfach bloß langsam rüberfahren. Und ich mach da einen guten Heckmeck draus. Ey. Einfach nur rüberfahren. Nicht wahr? So. Ich fahre jetzt vorsichtig hier lang. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig... Lässt du das wohl sein? Gut, so komme ich dann hier auch lang. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt hätte kaputt machen müssen. Okay, so, im Kampfmodus bewege ich mich wesentlich besser. Langsam. Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen, aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Oh Gott, oh Gott. Und diese Idee funktioniert auch noch. Ich glaub es nicht. Na komm hoch. Jawohl. Brauche ich den jetzt nicht mehr, oder was? Nö. Fahren wir hier lang. Und jetzt falle ich gleich wieder irgendwo runter. Ach so, ich muss langsam. Reicht. Schön. Da hat sich die Scheißmühe gelohnt. Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, melde dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja, aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Jawohl.
Neues Missionsziel. Verwende die Antenne bei Falcone Shipping, um Scarecrow zu finden. Okay, da muss ich jetzt weiter hin. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Du dachtest, ich wäre tot, oder Batman? Versunken in den Gewässern und Arken. Doch wie alle unterdrückten und vergessenen Ängste, kehrte ich schlussendlich zurück. Na komm, schneller, schneller, schneller. Wir müssen hin. Zeit ist Geld. Scarecrow zieht das an Halloween durch. Schätze, er hat doch ein bisschen Humor. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Uns gehört die ganze Stadt und wir bewachen hier oben eine blöde Antenne. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Dann war's das mit der Operation. 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Scarecrow hat gesagt, er würde hier sein. Wenn du mich fragst, ist er paranoid. Ein bisschen zu viel von seinem Gas eingeatmet. Ich würde gern mal sehen... Ein Aussichtspunkt. Nur denn... Kannst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Schwinge zwischen Aussichtspunkten her, um schnell Umgebung einzusehen. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Ja, nu? Hey, hört ihr das? Da draußen ist jemand. Ihr zwei, schaut mal nach. Die Tür bleibt zu, ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Gleite hinter Bewaffnete, um sie geräuschlos auszuschalten. Okay. Ich hab genügend Munition, sagt Bescheid, wenn ihr was braucht. Wo ist der andere jetzt? Wo ist der andere? Da hinten. Ja, dich kriegen wir auch. Und weg. Noch 3 Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Was los? Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. 3 Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Hä? Was schickt er? Hol den neuen Batsuit ab. Jawohl! Ich glaube, ich würde... Jetzt sehe ich gleich mega mächtig aus. Iron Man kommt. Ja, DHL ist nicht so schnell. Was ein Spielzeug, ey. Sitzt wie angegossen. Mr. Wayne, ich zeige es Ihnen.
Die äußere und innere Schicht des Anzugs bestehen aus dreifach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können sie mehr Kraft in ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Die G-Kräfte, Alter, was ein geiles Spielzeug. Herrlich. Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Okay. Dann schließen wir das mal eben schnell ab. Was darf ich jetzt machen? Simulation aktiviert. Schleiche dich unbemerkt an eine Gruppe von drei Gegnern herum, um das Angst-Multi-Ausschalten zu verwenden. Angst Multi ausschalten, da ist es. Simulation aktiviert. Leute, macht das Bock. So, schleiche dich unbemerkt wieder. Okay, ich muss es von oben machen. Komm, 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 komm. Rüber da. Ist ja doof. Die gucken sich gegenseitig an. Ich hab gedacht, der eine steht auch mit dem Rücken dazu. Angst-Multi ausschalten. Ist einfach nur der Hammer. Haben sie sich echt schön ausgedacht. So, wo sind sie jetzt? Meine Freunde? Da drinnen, okay. Bam, Junge! Simulation aktiviert. Fick die Henne. Sie auf Patrouille. Naja, alles gut. Ja komm, Angst-Multi ausschalten. Bam. Simulation fehlgeschlagen. Scheiße. Fehlgeschlagen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Achso, ich muss wahrscheinlich von ihm dahin springen. Ja, okay, falsche Reihenfolge. Simulation abgeschlossen. Okay. Die habe ich denn hinbekommen? Alter, wie viele Dinge muss ich denn hier machen? Training abschließen, Herausforderung starten. Das dauert jetzt nicht alles so lange. Klicke auf den Straßenabschnitt in deiner Nähe, um das Batmobil zu rufen.
Fahre so schnell du kannst, um Geschwindigkeit für das Ausweichen und Gleiten aufzubauen. Ach so! Das muss erstmal einer rallen, was ich hier machen soll. Okay, wir haben es aber auch verstanden soweit. Ich muss da gleich durchfliegen. Die Simulation ist fehlgeschlagen und ich kann sie trotzdem nicht nochmal machen. Greifhackenschub MK2. Ja, ich... Gleitsteuerung. Ach, cool. Ja, ich hab zu doll... Ich hab zu doll, gedingens nach unten gemacht. Aber das ist ja von dem, vom groben Ablauf her, Leute, oder? Ne, ihr versteht es schon. Wurfkonter. Simulation aktiviert. Los, macht Hackfleisch aus ihm! Er gehört mir! Mach dich bereit! Das wird jetzt... Na los, schnappen wir ihn! Wird nicht lange dauern. Wir machen es kurz. Komm schon, schnappt ihn! Du wirst abplatzen, du Freak! Okay. Brech ihm alle Knochen! Jawohl! Okay, das verstehe ich schon eher. Diesmal, wenn es ausläuft, rechtsklick und in die Richtung. Simulation abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ich bin nicht ganz so unfähig, Leute. Ich krieg das auch irgendwo hin. Nach 20 oder 30 Versuchen. So, Waffen. Was soll ich jetzt hier machen? Simulation aktiviert. Er sagt mir doch mal, was ich machen soll. Naja, gut. Ich glaube, ich soll die auf mich schießen lassen, kann das sein? Benutzt du den Greifhaken? Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Leute, am Boden liegende Gegner können endgültig ausgeschaltet werden. Bin ich überhaupt noch in der Simulation? Simulation abgeschlossen. Ich habe gerade Jägergrundlagen gemacht. Ja, das wollte ich doch gar nicht. So ein Schwachsinn. Gut, wir wollen ja mal da rein jetzt, ne? Eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Genau. Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslocken. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Multi-Angst ausschalten, mein Freund, passiert jetzt. Bam. Hilf mir! Mit links. Was soll ich dir jetzt helfen, Jo? Hilf mir! Mann! Ich hab ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Ich gebe mein Bestes. So.
Jetzt wollen wir hier natürlich irgendwie wieder raus. Mensch, ich drücke Leertaste. Noch nicht. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Achso. Ja, du hast ja recht. Ich hab's wieder vergessen. Schrei mich doch nicht gleich an. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Ach, die Türen sind jetzt schön offen. Hm? Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Mikrowellenempfänger rotieren. Funkempfänger rotieren, oben, unten. Alter. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Boah. Der die Zusammenhänge wieder. Zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unterbrechen tut er mich ja leider. Seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. So. Ich würde sagen, das schauen wir uns noch eben an. Wo ist denn Harley überhaupt? Sie ist einfach fort, seit sie Arkham City dicht gemacht haben. Los und flieg! Flieg! Wo ist ein Greifhaken hier? Komm, wir brauchen ein höheres Ziel. Hab gehört, hier geht irgend so ein Irrer rum und nagelt Leute an die Wand. Oh, das klappt doch ganz gut. Guck mal, was ich für einen Schub drauf habe. Auf jeden Fall echt schick gemacht, ne, wie Gotham City aussieht. Richtig Hammer. Und, was soll ich euch sagen, Leute? Performance-Einbrüche immer noch keine. Bin ich auch sehr froh drüber. Aber vielleicht kommt das ja leider noch. Aber ich will ja den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Wir genießen einfach mal weiter. Ja. Ein paar Säulen halten uns auf. Hallo? Hab ich wieder keinen Anlaufpunkt? Jetzt. Er hat da leichte Navigationsprobleme, der junge Herr hier. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Komm schon, Lord! Komm schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern
Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Okay, was unser Auftrag ist, ist klar. Wir wissen es alle. Ja, liebe Freunde, ich werde mich dann mal auf den Weg machen, die Typen fertig zu machen. Seid nächstes Mal dabei, wenn wir denen richtig an den Kragen gehen. Ich hoffe, euch hat die Folge diesmal gefallen. Ich habe mich etwas tollpatschig angestellt. Wie ich es immer mache, verzeiht mir das, bitte. Im Namen von Batman. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja. Würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr wollt, um keine Folge weiter zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch was. Euer Gunshot.